Der niederländische Schauspieler Robert Wolders ist tot. Er starb am 12. Juli im Alter von 81 Jahren. Das verkündete der Audrey Hepburn Children's Fund auf Twitter. Details zur Todesursache sind bisher nicht bekannt. Wolders war einst die letzte Liebe von Schauspielikone Audrey Hepburn, Guest 63. Seine Schauspielkarriere begann Wolders mit einem Gastauftritt in einer Episode der Fernsehserie Flipper. Anschließend folgten Rollen in den Serien Laredo, Solo für O. NCEL und Verliebt in eine Hexe 1973 spielte er in dem Spielfilm Interval an der Seite der 25 Jahre älteren anglo-indischen Schauspielerin Nile Oberon. Die beiden verliebten sich ineinander und heirateten. Mit Audrey Hepburn war Wolders von 1980 bis zu ihrem Tod 1993 zusammen. Obwohl sich die beiden recht spät begegneten, war es nicht zu spät, so Wolders Meinung, wir waren bereit für einander. Zu der Zeit in unserem Leben, als wir uns trafen, hatten wir beide unsere Fehler gemacht. Wenn es der Zufall gewollt hätte, dass wir uns früher treffen, hätten wir vielleicht nicht die Entdeckungen gemacht, die wir gemeinsam erlebt haben, und jene Dinge im Leben gefunden, die uns zu einem späteren Zeitpunkt wertvoll erschienen, als wir beide reifer waren, sagte er einmal zu People. Eine Heirat kam für das Paar damals nicht in Frage, ich hatte das Gefühl, sie hatte zwei unglückliche Ehen, es war wunderbar, wie es war. Wenn Audrey gefragt würde, hätte sie gesagt, warum eine gute Sache durcheinander bringen? Ich erinnere mich, dass sie mal zu einem Interviewer sagte, dass es auf diese Weise romantischer ist und nicht einfach ein weiteres Stück Papier ist. Die Loyalität gegenüber des anderen hat uns miteinander verbunden. Wären wir jünger gewesen und hätten Kinder haben wollen, wäre das vielleicht anders gewesen, aber das war einfach nicht der Fall.